Liebe Modellbaufreunde, liebe YouTuber, liebe Playmobil-Freunde. Wie schon in der letzten Folge angekündigt, erhalten die beiden Kameraden eine neue Uniform. Da Offiziere Selbstankleider sind, ist die Kleiderkammer für Herrn Leutnant von Grinsewitz wie auch für Herrn Oberst von Neppenschleppen tabu. Also ab in die Uniformmacherei. Und was dort passiert, seht ihr nach dem kurzen Intro. Viel Spaß! So wird der kleine Kamerad auseinandergebaut. Ja, bei diesem Trick sollte man immer höllisch aufpassen, da man auch andere Schrottteile schrotten kann, wie hier. Oder hier ist mir auch schon mal bei Üben passiert, dass ich mal ein Köpfchen geschrottet habe. Leider. Von daher empfiehlt es sich eigentlich die feinere Variante, indem man so ein feines Tuch nimmt, den Kameraden drumherum und dann mittels einer Zange den Kopf abzieht. Mittels der Zange versucht dann den Kopf abzuziehen. Eigentlich die feinere Variante und die etwas schonendere Variante. So, um sich die berühmte Bridgeshose formen zu können, so wie hier in diesem Stil, ja, werde ich einfach mal Multiput oder dieses Magic Sculpt in die Hand nehmen, mir das Formverhältnis 50 zu 50 und wie das denn geht, das zeige ich euch gleich. Einmal hiervon, dann erstmal auch so in etwa. Oh, fehlt noch ein bisschen. Sollte circa 50-50 sein. Zwei Komponenten. Geschichte, jetzt haben wir 50-50 und das werde ich jetzt mal zusammenformen. Und wie das weitergeht, das seht ihr sofort. Thank you.
Mit der Grundierung schließe ich den ersten Teil des Tutorials. Im zweiten Teil zeige ich euch die Bemalung der beiden Figuren, die Lackierung des kleinen PKW zum Kommandantenfahrzeug, wie auch einen kleinen Umbau. Also, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir bitte ein Like und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht und auch das Ergebnis sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal.